Parkplätze sind heute Morgen um 4.28 Uhr hier in die Schillerpromenade nach Neukölln alarmiert worden. Dort brannte eine Wohnung. Zwei Personen wurden über die Drehleiter gerettet. Sechs Personen konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Ja, das Komplizierte ist ein Brand nachts in einem Wohngebäude. Da muss man immer mit vielen betroffenen Personen rechnen, die dort vielleicht schlafen und herausgebracht werden müssen. Und in diesem Fall war es so, dass der Brand über Dach gewandert ist und jetzt hier die Brand, dann wurde Dach weitergeführt werden muss.